So, das war auch schon die erste Aufnahme zu Ende. Jetzt schauen wir mal weiter, was hier der First Look of Prey uns noch bringt. Sehr ruhige, langsame Einführung. Morgen! Endlich! Hey! Gott sei Dank, diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Use. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihre Schwester wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Ich wünschte, ich könnte dir zeigen, woran ich gearbeitet habe. Geh lieber rein, sonst wird Bellamy ungeduldig. Aha. Bin froh, dass ich aus meinem Apartment rausgekommen bin. Ungeduldig. Jungs. Guten Morgen, Norman. Ich bin Dr. Bellamy. Oh. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Super, ne? Wie so ein Äffchen. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Ja, gehen wir rüber. Das lässt sich noch steigern. Na komm. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Sehen Sie? Sie versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja, ich. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine? Nein. In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Ja, ja. Genau. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Mhm. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Ja, liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Äffchen ist da. Jetzt Objekte sortieren. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Das ist untersuchen. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Alles klar. Wir machen alles, was ihr sagt. Gute Arbeit. Super, geile Arbeit. Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt.
Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Sobald Sie bereit sind, Morgan. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Auf jeden Fall. Oh, nicht einfach. Ja. Nicht Ihr Problem, was? Ja, genau. Aha. Sehr stark. Nehmen wir mal das. Fast geschafft. Ja klar, wenn ich erst den dicken stoß, muss ich auch selber springen. Beeindruckt. Hier, um fünf Menschen zu retten, jemand anders aufs Gleis stoßen, damit der stirbt. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich würde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Das ist dein Kaffee, Alter. Gut, dass ich das hier nicht mehr beantworten muss, was das sein sollte. Na, dann geht's ja mal los. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Sie lebt noch. Ruhig gestellt. Alles klar. Bin unterwegs. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Na? Guten Morgen, Morgan. Das ist doch fein gemacht. Täglich grüßt das Murmeltier. Da ist wieder was drin in meinem Nachttisch. Okay, ich glaube, wir sind verreckt und wir haben was falsch gemacht und wir dürfen alles nochmal neu machen. Zumindest sagt er gerade nicht, dass wir zum Hubschrauber sollen. Aber hier liegt wieder alles so wie vorher auch. Das heißt, wir ziehen den Anzug an, gehen zum Aufzug. Und versuchen diesmal zu überleben. Die Sachen möchte ich aber gerne mitnehmen eigentlich. Eigentlich nehmen wir den hier auch. Der steht aber woanders als vorher. Okay, war hier noch was Schickes? Klopapier? Haha. Wollen wir mal gebrauchen. Okay, es ist anders. Es ist alles richtig gelaufen. Wir werden uns das jetzt mal ein wenig genauer anschauen, aber an dieser Stelle machen wir erstmal eine kurze Pause. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Sieht doch sehr interessant aus.